Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder zu einem neuen angezockt und gleichzeitig Platin-Guide. Das wird viele nicht interessieren, weil es zu langweilig ist und weil es halt nur Lesen ist. Aber die Platin-Jäger von euch werden es bestimmt feiern. Erstmal müssen wir hier Speedtext und Autofokus Forward hochsetzen. Ich setze gleichzeitig noch die Musik und den Sound runter. Das ist jetzt für euch eher gedacht. Und dann hier hinten die drei Sachen werden wir anschalten. On and back. So, und jetzt starten wir das Spiel ganz normal. Wir müssen auf No. Wir wollen das Tutorial sehen. Und hier einfach immer X drücken. Search. Und dann kriegen wir schon die erste Trophäe. So, immer X drücken. Jetzt kommt das, wo wir warten müssen. Das dauert jetzt etwa so lange wie die Hälfte der Zeit von der Trophäe, das Video. Weil da können wir auch nicht skippen und X und weitermachen. Leider. Muss meine Textdatei dann nochmal aufrufen. Ich habe mir extra eine Textdatei gemacht. So. Can it sleep soll ich auswählen. Nee, erstmal kommt go back to the sleep. Ab hier jede Frage mit R1 und yes. So, ihr seht, es steht schon automatisch, ging jetzt schon gleich weiter, hat geskippt. Und hier sollen wir can it sleep auswählen. Nee, go back to the sleep. Go back to the sleep. Und ab hier dann jedes Mal mit Yes beantworten. So, can sleep. So, und auch wieder mit Yes. Und dann das. Auch wieder mit Yes. Dann what you doing? Und yes. So, und ab hier müssen wir speichern. Machen wir einen Speicherpunkt. Machen wir hier den ersten. So. Dann gehen wir hier zurück und wählen als erstes Dead aus. Da gibt es nämlich eine Trophäe. Dann können wir gleich wieder zurück und laden drücken. Und laden dies. Und jetzt wählen wir natürlich Mom. Da gibt es die nächste Trophäe. Yes. Ah, das, ich muss gucken. Dad, laden, Mom. Und jetzt müssen wir hier Go to the Park drücken. Yes. Go to the Park. Yes. Dann wollen wir Want. Around. So. Hier müssen wir jetzt nochmal, muss ich mir das mal wieder markieren. Speichern. Save. Und hier hoch. Und wir machen weiter. Wir machen als erstes so das. Dann gehen wir auf Spiel laden. Laden, yes, Chrism, so. R1, yes. Take a look. Yes. Und hier jetzt wieder speichern. Save. So. Und wieder zurück. Und hier wählen wir dann Play Toy als erstes aus. Dann gehen wir wieder auf Options Knopf und sagen Spiel laden. Wählen dieses. So. Wählen aber hier mit dem Radio das aus.
So. Oh, Quatsch, falscher Knopf. So, wieder R1, yes. Hier sollen wir jetzt nochmal speichern. Save. Speichern. So, zurück. Na. Und wählen hier als erstes Friendly. So, dann Spiel laden. Müsste noch gleich fertig sein. Yes. Und da wählen wir das. So, dann yes. Look around. Yes. What? Genau. Yes. So, hier wieder save. Yes. So, und da wählen wir als erstes Walk Away. Dann können wir es auch gleich schon wieder laden. Und yes, und da wählen wir dann Play. Yes, so immer wieder jetzt mit R1 und dann halt mit Yes beantworten. So, wir wollen die Eiscreme essen. Dann Yes. Dann Replay, yes, ignore, yes, ignore, yes, dann call, yes, und jetzt nochmal speichern, save, ja. Das war auch das letzte Save Game, oder? Oder nee, immer war glaube ich noch. Back und hier wählen wir jetzt als erstes Tell hier. Dann gehen wir auf Speicherstand laden. Yes, so. Habe ich jetzt Safe gemacht? Ich habe Safe gemacht, glaube ich. Oh fuck. Laden. Ja, dann habe ich ja Gott sei Dank noch den Safe-Stand, dass wir das dann halt machen können. Müssen wir halt jetzt nochmal wiederholen. Go to the ice cream, yes. Replay, yes. Ignore, yes. Ignore, yes. Call. So, jetzt sind wir hier. Speichern das nochmal sicherheitshalber. So, save. Yes. So, jetzt haben wir es gespeichert. So, hier haben wir. Ach ne, Tell hatte ich ja schon ausgewählt, glaube ich. Dann machen wir nochmal sicherheitshalber. Ja. Und dann gehe ich auf Load. Yes. Dann nehmen wir Cap. Yes. Dann wieder Save. Und hier wählen wir als erstes Ignore Fade. Und dann können wir nochmal Spiel laden und yes. Und jetzt wählen wir hier Accept Fight. Und schon haben wir Platin. Können jetzt hier drüber und na, ich bin raus hier. So. Und das Spiel ist zu Ende.
außer dass ich mich immer verdrückt habe, eigentlich ganz leicht. Ihr könnt es für PS4 und PS5 Platin machen. Ich habe es ja erst auf der PS4 getestet. Hier, Platin, 17 von 17. Jetzt PS5, Platin, 17 von 17. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.